dass wir wieder da sind. Hey ja, so cool, liebe Kinder, dass wir wieder da sind und dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Mini-Kids-Programm. Viel Spass! Au, 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 mein Bauch! Oh, au, 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 au! Oh, Jimmy, was ist denn mit dir los? Au, ich habe solches Bauchweh. Habe ich Bauchweh. Oh! Oh, Jimmy, hat er echt irgendwie wieder zu viel Gummibärli gegessen? Nein, ganz bestimmt nicht. Nein. Ich habe ein Büchli mit Äpfel gegessen. Das ist es nicht. Ja, Jimmy, aber warum hast du so Bauchweh? Oh, ich fühle mich so schlecht. Ich habe darum mit meinem Bruder gestritten. Hat er dich etwa in den Bauch hineingeboxt? Ui! Nein, er hat mich nicht da. Das war ganz anders. Ja, wie war es denn? Ich habe mit meinem Bruder seine Bärli weggenommen. Ich wollte darum auch mal mit ihm kuscheln. Ja, und dann, dann habe ich den Bär in meinem Bett versteckt. Damit mein Bruder nicht findet. Und was ist denn passiert? Ja, er hat schon gemerkt, dass der Bär weg ist. Aber er weiß eben nicht, wo er ist. Jetzt sucht er den Bär und rennt. Und ich habe Bauchweh. Oh, hat es dein Bruder nachher gemerkt? Nein, er hat es eben noch nicht gemerkt. Er ist jetzt immer noch am Suchen. Er ist am Suchen und rennen. Und ich habe Bauchweh. Oh! Ah, jetzt verstehe ich, warum dass du Bauchweh hast. Du hast nicht Bauchweh, weil du zu viel Gummibärli gegessen hast. Du hast auch nicht Bauchweh, weil du dein Bruder in den Bauch hineingeboxt hast. Nein, weißt du was, Jimmy? Du hast Bauchweh, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Ja. Weil du gemerkt hast, dass du etwas da hast, das nicht gut ist, gell? Darum hast du Bauchweh. Oh, ich fühle mich ganz, ganz schlecht. Mein Bruder rennt. Er sucht seit Barry. Und ich weiss, wo der Barry ist. Und ich habe ihm es noch nicht gesagt. Oh, mein Bauch. Oh. Oh, weißt du was, Jimmy? Ich glaube, ich weiss, wie dein Bauchweh weggeht. Und weißt du was? In der heutigen Geschichte, hey, da geht es auch gerade um Mama. Der hat gerade zwei Sachen gehabt. Nicht drei, zwei Sachen gehabt, die ihn geplagt hat. Weißt du was, Jimmy? Jetzt gehen wir die Geschichte hören und nachher kann ich dir dann auch erzählen, wie dein Bauchweh wieder weggeht, gell? Ja! Hey, hallo liebe Kinder! Ich muss euch etwas erzählen. Und zwar, gestern habe ich etwas erlebt, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und zwar ist das so gegangen. Ich wohne ja in Kapernaum. Und nachher habe ich gehört, dass Jesus in unser Dorf kommt. Jesus, von dem habe ich ein paar Mal gehört. Und ich habe gedacht, oh, Jesus kommt. Oh, ich will unbedingt auch dabei sein. Ich will unbedingt Jesus auch sehen. Aber dann hatte ich ein Problem. Und zwar, ich war gelähmt. Ich konnte gar nicht laufen. Dann dachte ich, wie soll ich denn nur zu Jesus gehen? Ich kann ja gar nicht laufen. Aber wisst ihr was? Ich habe vier beste Freunde, die sind so toll. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja weisst du was, wir legen dich auf einen Tragen, wo vorne und hinten immer zwei sind und dann tragen wir dich zu Jesus. Hey, so tolle Freunde habe ich. Und nachher haben sie das tatsächlich gemacht. Sie haben mich auf Tragen getan. Nachher haben sie mich zu Jesus gedreht. Also besser gesagt, wir wollten zu Jesus gehen. Aber wo wir zu dem Haus kamen, wo er drin war, da waren so viele Leute dort. Hey, Jesus war im Inneren. Wir haben nicht einmal Türen gesehen. Vor uns waren noch so viele Leute. Ich war so enttäuscht.
enttäuscht gsi. Ich hätte doch so gerne Jesus gesehen. Aber wisst ihr was? Nachher haben meine vier Freunde die haben so eine verrückte Idee gehabt. Plötzlich hat einer gesagt, oh, ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Wir gehen das Stegli auf. Beim Haus hat so ein Stegli gehabt, zum Dach hoch. Nachher tun wir ein paar Steine weg, dass es ein Loch gibt. Und dann lassen wir die oben runter. Also, meine Freunde sind schon ein bisschen verrückt. Und ich dachte, boah, so eine verrückte Idee. Aber wisst ihr was? Die haben das tatsächlich gemacht. Die haben mich dort hochgedreht. Das hat schön gewackelt. Und nachher, auf dem Dach oben, haben sie Steine weggenommen. Und nachher haben sie tatsächlich mich dort runtergelassen. Also, mir war schon ein bisschen geschmauch, dort so oben runter. Und nachher haben sie mich tatsächlich gerade vor die Füße von Jesus anata. Und nachher hat Jesus mich so angeschaut. Und ich habe Jesus so angeschaut. Ui, ich bin so gespannt. Was jetzt passiert. Nein, wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat mich angeschaut. Ganz lang. Und nachher hat er gesagt, weisst du was? Ich sehe, was dich bedrückt innerlich. Wo du traurig bist, wo du ein schlechtes Gewissen hast. Ich will dir das auch wegnehmen. Ich vergebe dir. Hey, ich habe gedacht, oh wow, warum weiss Jesus das? Ich meine, dass ich gelähmt bin, das haben ja alle gesehen. Aber niemand hat gewusst, was ich gebosget habe. Niemand hat gewusst, dass ich manchmal so ein schlechtes Gewissen hatte, dass mich das so plagt hat, dass ich manchmal in Nacht gar nicht mehr schlafen wegen dem. Hey, das hat niemand gewusst, aber Jesus hat das gewusst. Und wo Jesus nachher gesagt hat, ich befreie dich von dem. Hey, ich bin innerlich so frei gewesen, das hat mich gar nicht mehr so gedrückt. Es war so ein gutes Gefühl gewesen. All die schlechten Gefühle und all das. Hey, das war weg gewesen. Es war weg gewesen. Ich habe mich so leicht gefühlt. So leicht. Es war so cool gewesen. Und nachher hat es ein bisschen Gemurren bei diesen Leuten. Und dann hat Jesus die Leute angeschaut, die Schriftgelehrten. Und nachher hat er zu ihnen gesagt, ja, wisst ihr was? Ich kann nicht nur eine Sünde vergeben. Ich kann auch machen, dass der Mann wieder laufen kann. Nachher hat er zu mir gesagt, stand auf, nimm deine Trage und gang heim. Dann habe ich gedacht, hä? Der sagt, ich soll aufstehen. Ich meine, ich bin gelähmt. Ich habe schon so lange meine Beine nicht mehr gespürt. Und dann habe ich gedacht, ja, ich probiere mal das rechte Bein. Dann habe ich gemerkt, oh! Ich kann das rechte Bein bewegen. Dann dachte ich, ja, das linke Bein, probiere zu lüpfen. Oh, ich kann ja das linke Bein auch lüpfen. Dann habe ich gemerkt, oh Leute, ich kann ja laufen. Und dann habe ich meinen Tragen genommen, Jesus merci gesagt, hey, dann bin ich heimgehüpft. So cool. Hey, Jesus hat mich gerade zweifach geheilt. Er hat meine Beine wieder gemacht, dass ich laufen kann, dass ich nicht mehr gelähmt bin. Und er hat die Schuld, all das, was ich nicht gut gemacht habe, was mich so belastet hat, hey, das hat er auch weggenommen. Hey, so cool. Und ich habe gedacht, hey, liebe Kinder, ich muss euch das unbedingt erzählen. Oh, Jesus hat ja den Gelähmten gerade zweimal geheilt. Einmal seine Beine, die waren ja lang, und einmal sein Innerste. Das, was ihn bedrückt hat, hat Jesus weggenommen. Oh, ich weiss was. Ich kann ja jetzt auch gerade zu Jesus gehen und ihm sagen, was ich gemacht habe mit meinem Bruder. Und Jesus sagen, dass es mir ganz fest leid tut. Oh ja, genau, das mache ich gerade. Und wisst ihr was? Und nachher gehe ich zu meinem Bruder. Ich gehe den Perry aus dem Bett holen und bringe ihm Brütsch den Perry und sage ihm, dass es mir ganz fest leid tut.
Das mache ich jetzt gerade auch so. Tschüss. Wuff. Hey Kinder, das ist schon eine gute Sache, dass sich jetzt der Jimmy entschuldigt bei seinem Bruder und ihm den Barry zurückgegeben hat. Und dass er auch Jesus gesagt hat, dass es ihm leid tut, das, was er gemacht hat. Hey, vielleicht ist es euch ja auch schon mal so gegangen, dass ihr etwas gemacht habt, was ihr nachher gemerkt habt, oh, das war jetzt nicht richtig. Und habt ihr gemerkt, ah, wenn ihr so ein schlechtes Gefühl habt oder es ist einfach nicht so gut. Vielleicht ist es euch ja sogar so gegangen wie im Jimmy, dass du sogar ein bisschen Bauchweh bekommen habt. Wisst ihr was? Wenn euch das mal passiert ist oder wenn euch das in Zukunft mal passiert, hey, dann dürft ihr wissen, dann dürft immer zu Jesus gehen. Und ihm soll sagen, weil Jesus nimmt nachher euch ein schlechtes Gefühl weg. Er vergibt euch das, was er gemacht hat. Und nachher, ja, merkt ihr, hey, wie das schlechte Gefühl wirklich weggeht. Und dann könnt ihr euch auch, wenn das noch eine andere Person betroffen hat, auch wieder gut machen. So wie der Jimmy, der Barry wieder seinen Bruder zurückgebracht hat und sich ist entschuldigen. Hey, das ist doch toll, dass Jesus einfach da die schlechte Gefühl, die wir dann haben, wenn wir etwas nicht gut gemacht haben, wegnimmt. So gut, he? Hey, wisst ihr was? Wir könnten doch zum Schluss gerade noch beten miteinander. He? Seid ihr dabei? Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einfach wirklich auch alle schlechten Gefühle, die wir haben, wenn wir etwas gemacht haben, wo wir gemerkt haben, oh, das ist nicht so gut, dass du das wegnimmst, dass du uns das vergisst. Merci vielmal, Jesus. Amen. Hey, das war es für heute. Wir hoffen, ihr habt mega viel Spass daran gehabt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.